beginne jetzt mit der Vorstellung. Ich, Freund von Tüte. Große Tüte. Kleine Tüte. Und kleiner Beutel. Das sind meine Freunde, meine Werkzeuge. Ich beginne mit kleiner Tüte. Alle Tiere, alle Pflanzen, Feuer. Und in der Mitte das, was keinen Namen hat, das große Geheimnis. Einst war Maus. Maus sehr beschäftigt. Alle Mäuse sehr beschäftigt. Beschäftigt mit Mäusesachen. Maus war also eine total normale Maus bis zu diesem Tag, als Maus dieses eigenartige Geräusch hörte. Entschuldigung, hallo, Nachbarmaus. Hören Sie auch dieses eigenartige Rauschen? Nein, nichts. Sie wissen schon. Wissen Sie was? Sie haben Träume im Ohr, sagte Mitmaus und verschwand. Verschwand in Bohrung von umgestürzten Pappelbaum. Maus hörte viel, hörte stark, hörte plötzlich eine Stimme. Pss, hallo! Pss, hallo! Kleiner Bruder! Pss. Es ist ich! Bruder Waschbär! Pss. Also wirklich, es war Waschbär. Pss. Was tust du hier allein mit dir? Pss. Wen wartest du so stumm wie Stein? Maus wurde knallrot und setzte seine Nase fast zu Boden. Also wissen Sie, es ist folgendermaßen, ich habe so ein starkes Rauschen in meinen Ohren und möchte es gerne erforschen. Er war riesengroß, tief und klar, manches Mal wild und schwarz, atemraubend. Maus war nicht imstande, über ihn zu sehen, so groß er war. Fluss brüllte, sang, schrie und donnerte in seinem Bett. Maus sah kleine und große Stücken der Welt auf seinem Rücken fortgetragen. Er ist mächtig, sagte Maus nach Worten suchend. Ja, Fluss ist eine mächtige Sache. Und ich habe mächtigen Hunger, ich werde dich jetzt verlassen, kleine Maus, aber... Fürchte dich nicht, da drüben bei den Seerosen wohnt ein Freund, der wird dir helfen. Ein Freund, der Frosch, sagte Waschbär und verließ Maus. Der kann am Fluss, kleine Maus. Alle verstanden? Also ich kann es auch übersetzen. Ja. Willkommen am Fluss, kleine Maus. Nein, ich habe keine Angst. Ihr schenkt, wir gehen uns von Geburt. Nein, ich habe keine Angst, Geschenk gegeben von Geburt. Kann leben beides, in und über Fluss. Kann leben
beides. Im und Überfluss. Sie zittern ja. Sie sind wohl ängstlich. Würden Sie mögen etwas Medizinenergie? Medizinenergie? Ja, denn es ist nötig. Die Maus tat, wie Frosch gesagt. Er duckte sich so niedrig, wie er könnte, und sprang. Und als er ganz oben war, sahen seine winzigen Mäuseaugen riesige hohe Berge. Die Maus konnte seinen Augen kaum glauben. Großer Wind, süße Luft, ein Gesang. Aber dann, Maus fiel zurück zur Masse und landete im Fluss. Hilfe! Maus wurde zurück zum Ufer! Durcheinander gemischt. Er war pitschnass und fast zu Tode erschrocken. Du hast mich, schrie Maus zu Frosch, betrogen! Du bist nicht beschädigt. Lass dich nicht vernebeln von Furcht und Ärger. Was sahest du? Ich, Maus stotterte. Ich sah die heiligen Berge. Und, sagte Frosch, sie erhalten einen neuen Namen. Sie erhalten den Namen Jumping Maus. Bedeutet Maus, die springt. Ja, Salbei. Salbei. Alles voller Salbei. Jumping Maus war stillstehend, versuchend Atem zu fangen, als er... eine alte Maus sah. Das ist ja wundervoll, sagte Jumping Maus. Können Sie den Fluss und die großen Berge auch sehen? Ja, aber nein, alte Maus gesagt mit Überzeugung. Ich habe Wissen, es gibt einen großen Fluss, aber ich habe Furcht. Heilige Berge nur ein Märchen sind. Vergiss Traum von heilige Berge und bleib mit mir hier. Es gibt alles hier, was du wünschst. Und es ist ein guter Platz zum Sein. Liebe alte Maus, vielen Dank für die Nahrungsmittel, die Sie mit mir geteilt haben und auch, dass ich bei Ihnen wohnen durfte. Das war total schön. Aber ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Es ist nämlich so, weil ich muss die Berge besuchen. Der Boden war rau, steinig. Er fühlte den Schatten der Punkte auf seinem Rücken, während er lief. Schließlich, er erreichte Standplatz. Jumping Maus verfolgte den Ton und entdeckte seine Quelle. Es war... ein großer Berg des Haares. Schwarzen Hörner. Es war ein großer Büffel. Hallo, großes Sein. Warum Sie sind liegend? Krank. Ich sterbe. Oh, so? Meine Medizin sagen, nur das Auge einer Maus kann mich heilen. Ich bin eine Maus. Und Sie, mein Bruder, sind ja ein großes Sein. Wissen Sie, es ist folgendermaßen, ich habe zwei Augen, also können Sie eins von Ihnen haben. In der Minute, Jumping Maus gesprochen, Auge von Jumping Maus, Fliegen aus Kopf heraus und Büffel... würde vollständig gebildet, würde heil, würde ganz und gesund. Büffel springen auf seine großen Hufe und rütteln die ganze Welt von Jumping Maus. Danke, mein Bruder! Du hast mir Leben gegeben, nun ich Leben geben Menschen.
der Wolf? Die Ohren des Wolfs bekamen Alarm. Und seine Augen glänzten. Wolf! Wolf! Ja, das ist das, was ich sind! Ich sind ein Wolf! Aber dann sein Verstand wurde wieder verdunkelt und es dauerte nicht lange, bis er wieder ruhig saß, wie zuvor. Solch ein großes Sein, dachte Jumping Mouse. Aber er hat kein Gedächtnis. Bruder Wolf! 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 Jetzt hören Sie mir bitte mal zu, Bruder Wolf. Ich habe Wissen von Heilung. Es ist eins meiner Augen. Sie sind ein großes Sein. Ich bin eine Maus. Auge bringen, Heilung, nehmen Sie es bitte. In Minute, Jumping Mouse gesprochen, zweites Auge von Jumping Mouse. Fliegen aus Kopf heraus und Wolf würde vollständig gebildet, würde heilen, würde ganz und gesund. Oh! Großer Bruder, sagte Wolf. Jetzt, ich habe Erinnerung. Ich bin der Führer zu den Heiligen Bergen. Du bist blind. Ich nehme dich mit. Es gibt einen großen Medizinsee dort. Der schönste See der Welt. Alle Welten werden darin gespiegelt. Die Menschen, die Hütten der Menschen und alle Wesen der Prärie und des Himmels. Ja. Nehmen Sie mich bitte mit. Wolf führte Jumping Mouse durch Wald von Kiefer zum Medizinsee.